Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mit Konsequenz gegen illegalen Waffenbesitz und unzuverlässige Waffenbesitzer. Also, wir haben schon mal hier einen Begriff, illegaler Waffenbesitz und unzuverlässige Waffenbesitzer, wird schon wieder von der Fraktion Die Grünen in einem Zusammenhang gebracht. Meine Damen und Herren von Grünen, vor was haben Sie eigentlich Angst? Vor Sportschützen, Jägern, Waffensammlern, da brauchen Sie keine Angst haben. Sie müssen Angst haben vor den beiden Landtagswahlen dieses Jahr. Da müssen Sie Angst haben davor. Verstehen Sie? Da müssen Sie zittern davor. Nicht vor den Sportschützen, vor denen brauchen Sie keine Angst haben. Andererseits müssen wir wiederum Angst vor Ihnen haben. Wissen Sie warum? Weil Sie einer Partei sind, die die Leute gängelt, die bevormundet, die eine Partei der Einschränkung der persönlichen Freiheiten ist, eine Partei der Umerziehung, eine Schikanepartei sind Sie, meine Damen und Herren. Kurz, Sie sind ein Risiko für eine Demokratie. Sie dürften im demokratischen Parlament gar nicht vertreten sein. Sie haben mal sehr gute Politik gemacht, damals, als Sie grüne Politik machten. Als Sie mal grüne Politik machten, war die gut. Aber, ja, das ist ja bloß eine sachliche Zuständigkeit, das begreifen Sie ja nicht. Sachliche Politik kennen Sie ja nicht, Herr Lippmann. Wir kennen uns doch beide genug. Ne? Also grüne Politik war gut, was Sie jetzt machen, ist Umerziehung, was Sie hier wollen. Des Weiteren, Sie kritisieren uns immer, dass wir hier Bundespolitik machen. Das Waffenrecht ist ein Bundesgesetz. Wenn Sie hier Paragraphen abschaffen wollen, wie in Paragraphen 3, dann ist das ein Bundesgesetz. Denken Sie bitte mal an Ihre eigenen Worte. Herr Spangenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Lippmann, so geht das aber nicht hier rein. Ne? Sie müssen da schon eine Herr Frage Spangenberg, haben. Ich möchte Sie zur Ordnung rufen. Entschuldigung. Ich stelle Ihnen eine Frage. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Präsident, die habe ich nicht verstanden. Selbstverständlich, bitte. Ja, bitte. Herr Spangenberg, würden Sie mir recht geben, dass die AfD, als sie seinerzeit die aktuelle Debatte zum Thema EU-Waffenrecht oder Waffenrechtsreform hier beantragt hat, eben dies getan hat, was Sie gerade eben kritisieren? Tut mir leid, kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich gebe Ihnen die Antwort schriftlich nach, wenn ich nachgeschaltet habe. Vielen Dank. Machen wir. Sie wählen immer neue Muster. Herr Spangenberg, gestatten Sie eine weitere... Selbstverständlich, Herr Lippmann, von Ihnen. Herr Lippmann, bitte. Herr Spangenberg, können Sie mir erklären, warum Sie gerade Ihrem eigenen Antrag vorhin zugestimmt hat, der auf eine Bundesratsinitiative abzielte, und das jetzt kritisieren? Ich habe nur mal zurückgegeben, was bei Ihnen üblich ist, mehr nicht. Also, dann stellen Sie in Ihrem Antrag noch Arabisch 1a, Sie wollen dann die verbotenen Waffen kontrollieren. Wie machen Sie denn das? Sie sind nicht in den Waffenschränken drin bei den Schützen. Oder glauben Sie, dass Sie die alle in den Waffenschränken der Kategorie einsortiert haben? Das ist doch eine Kuriosität. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie das machen wollen. Das ist ja der Sinn der verbotenen Waffen, dass Sie die nicht finden. Das ist das Problem, was Sie haben. Ich habe Ihnen am 17.12. habe ich Ihnen klipp und klar schon erklärt, dass die Richtlinie 91 bereits eine Diskriminierung darstellte. Sie haben da wieder nicht zugehört. Und man muss wiederum Angst haben vor einer Partei, die so einen Unsinn jedes Mal wieder auf die Plattform hebt. Und sind Sie wieder mit anderen auch dabei. Ja, Herr Dietrich Oberwittler, der wurde ja eben schon genannt von hier drüben, der hat natürlich geschrieben, auch ein unbescholtener Sportschütze kann ein Mörder sein. Ein paar Semester Jura wären ganz gut. Die Mordmerkmale hängen nicht von einer Sportwaffe ab. Also das ist der größte Witz, den ich gehört habe hier. Sie verlangen, meine Damen und Herren von den Grünen, eine Ermessensvorschrift, um Ihre Ideologie durchzusetzen, indem Sie allein entscheiden, wer zuverlässig ist oder nicht. Wurde hier schon angedacht. Das ist eine ideologische Sache. Das nennt man auch Gesinnungslumperei, heißt der Begriff dafür. Wenn Sie eine bestimmte politische Richtung, meine Damen und Herren von den Grünen, als eine Gefahr sehen, die im Besitz von Waffen sind, dann müssen Sie aber bei Ihrer Partei ganz, ganz deutlich hinschauen. Da haben wir auch ganz große Gefahr dabei bei Ihnen. Wir haben eines der schärfsten Waffengesetze, wurde schon erläutert. Und es wurden auf die Paragraphen auch schon eingegangen. Und trotzdem will ich noch mal sagen, wenn wir den Paragraph 5 zum Beispiel nehmen, Zuverlässigkeit, da bekommt einer keine Erlaubnis, wenn er vor 10 Jahren bei einer Mindeststrafe von einem Jahr bestraft worden ist. 10 Jahre. Oder wenn er größer gleich 5 Jahre mehr als einmal im Polizeigewahrsam ist. Wir haben da wirklich ein sehr hartes Gesetz, und es gibt auch schon Organisationen, die keine Waffen beantragen dürfen, wenn man dort mal Mitglied gewesen ist. Dann haben wir den Paragraphen 6, persönliche Eignung, Geschäftsfähigkeit, Alkohol, Drogen. Meine Damen und Herren von Grünen, das sieht auch nicht so toll aus, ne, mit den Drogen hier. Also die könnten vermutlich gar keine Waffe beantragen, wenn ich mir das so anzugucke.
Dann haben wir in Paragraph 7 die Sachkunde. Die Sachkunde. Herr Lippmann, haben Sie schon mal sich den Katalog angeguckt? Das sind fast 1000 mögliche Antworten, 400 sind ungefähr richtig. Können Sie mal durchackern, was die machen müssen, ehe die überhaupt in den Genuss kommen, diesen Weg zu einer Waffe zu begehen. Ja, und dann haben wir als letztes noch das Bedürfnis im Schießsportverein müssen sein oder etwas Gleichwertigen. Und das ist auch hochinteressant. Das ist der einzige Sportverein, wo der Gesetzgeber vorschreibt, wie oft er den Sport betreiben muss. Also der Fußballspieler muss nicht so viermal an den Ball treten, aber der Waffenbesitzer, der muss mindestens zwischen 12 und 18 Mal antreten, sonst ist das ganz kreuzgefährlich für ihn. Also viele sagen schon, das ist kein Waffengesetz, sondern ein Waffenverhinderungsgesetz. So sieht das mittlerweile schon aus. Dann wollen Sie, sagte schon, den Paragraphen 3 abschaffen. Paragraph 27 haben Sie vergessen, der gehört dazu. Das ist also der Paragraph, der Minderjährigen oder besser gesagt Jugendlichen den Umgang mit Waffen verbietet. Nun, was machen Sie denn, wenn die eine Lehrausbildung haben? Wir haben ja auch Waffenreparaturfirmen und so weiter. Die machen auch einen Meister drin. Also da müssen irgendwann lernen. Die können nicht als Gruftis dorthin kommen und den Beruf erlernen. Das geht nicht. Also das ist üblich. Und dann haben wir auch noch die Schausteller, die mit Luftgewehren schießen. Die gilt auch als Waffe, das Luftgewehr. Also alles nicht so richtig durchdacht. Dann fordern Sie im Punkt 2.1 eine zentrale Aufbewahrung. Herr Lippmann, haben Sie sich schon mal mit dem Fall beschäftigt, wo die Bundeswehr, wo Sie die Waffenkammer gemaust haben hier? Das ist kreuzgefährlich, ist das, wenn Sie die alle in einem Haufen haben. Da fahren die vor, sacken das ein und dann haben Sie ein ganzes Regiment ausgestattet. Also so geht es auch nicht. Dann Aufbewahrung haben Sie kritisiert. Das wurde ja schon genannt, die Verhältnismäßigkeit stimmt überhaupt nicht. Wir haben die ganz klare Klassifizierung. Es gibt bestimmte Schränke für bestimmte Waffen. Und die Sportschützen halten sich daran, sie sind sehr, sehr korrekt in der Durchführung und Einhaltung der Gesetze. Diese Kontrollen, die sie verlangen, na, da kriegen sie natürlich Unterstützung von den Städten und Gemeinden, da kann man wieder schön Geld verdienen, denn das ist relativ teuer. Ich habe das ja auch schon nachgewiesen und kann auch gerne, wenn es wieder bestritten wird, dass da Geld für verlangt wird, dann die entsprechenden Schützen mal hier aufmarschieren lassen, die alle schon bezahlt haben. So, Sie beklagen die Zunahme der Beantragung von waffenrechtlichen Erlaubnissen. Ja, warum? Können Sie sich vielleicht selber denken. Also ich sage nur eins, wir hatten auch schon Zeiten, zum Beispiel als die Tennisturniere stattfanden, da haben alle auf einmal Tennis spielen wollen, das war 95, als Graf und der Becker das machten. Das sind so Modeerscheinungen, jetzt wollen sie alle Sportschütze werden. Wir können uns das auch nicht erklären. So ist es eben, jetzt ist eben mal Mode, Sportschütze zu werden. So ist das, ja. Na? Ja, meine Damen und Herren von den Grünen, Sie verdächtigen die Bürger, die Waffen besitzen, und das sind aber mehr Bürger, als Sie Wähler haben. Seien Sie da mal vorsichtig, das ist wirklich so. Und man kann davon ausgehen, dass Sie, und die beiden Wahlen, die jetzt kommen, habe ich schon angesprochen, aber 2017 sieht es ganz böse aus. Womöglich sind Sie gerade mehr im Bundestag. Wenn Sie so weitermachen, kann Ihnen das passieren. Und die Statistik wurde auch bereits genannt. Die, wenn überhaupt Waffen im Spiel sind, sind es die erlaubnisfreien Waffen. Und dann die erlaubnispflichtigen Waffen sind illegale Waffen. Und der Prozentsatz der mit legalen Waffen verursachten Delikte oder Unfälle, das sagt die Polizeigewerkschaft, die sind marginal, die sind kaum zu bewerten in der Kriminalstatistik, weil ja auch alles Mögliche mitgezählt wird, wenn einer sich selbst erschossen hat oder ein Unfall passiert ist. Und nun habe ich hier noch ein Zitat, das passt auf Sie, auf Ihre Partei. Hören Sie zu. Herr Lippmann, speziell für Sie. Denn nur wer sich gerne zunehmend in immer mehr Bereiche seines Lebens hineinreden lassen möchte, freie Entscheidung verabscheut, Verbote und Vorschriften liebt, nur der wird grüne Partei wählen. Und das werden immer weniger Bürger. Und das zu unserem Glück. Recht vielen Dank.